Hallo und willkommen zurück in Minecraft. Leute, ich möchte euch was zeigen. Bevor ich euch was zeige, nehmen wir aber ein paar Dinge mit für unser Gewächshaus, über das ich mich ein bisschen informiert habe. Und tatsächlich reicht Glas, es muss gar nicht grün sein. Jetzt habe ich da aber schon grünes Glas und damit müssen wir halt leben. Allerdings habe ich das ein bisschen umstrukturiert. Ich habe mich da ein bisschen umgeschaut und habe Dinge verändert und schon ein bisschen vorgebaut. Ich weiß, ganz pfui. Ich habe unseren großen Drachen nach ein bisschen weiter hinten versetzt, wie ihr seht, weil er war einfach, die Dame war schon wirklich sehr mächtig. Und ich finde, es sieht auch sehr lustig aus, wie sie da hinten sitzt. Und auch da kann man schon sehen, wie groß die eigentlich ist. So, schaut her. So habe ich das jetzt mal vorbereitet. Ich weiß, dass ich von hier aufs Dach komme. Und ich hätte Kobbel mitnehmen sollen, kommt mir gerade. Damit ich das Dach hier weiter zuziehen kann. Na, ich glaube, so wollte ich das. Aber gut, den müssen wir dann halt holen. Ich habe, wie ihr seht, unten das zu viele Grün weggemacht und dann nur eine Border unten und oben gemacht. Ich fand es eigentlich ganz schön. Ich glaube, das mit dem grünen Glas, das habe ich einfach mit dem Greenhouse assoziiert und dachte mir, ja, Greenhouse, grünes Glas, macht Sinn. Es kann aber irgendein Glas sein. Es muss auch nicht grün gefärbt sein, es kann auch anders gefärbt sein. Ich habe mich dazu entschlossen, das Dach hier dann gar nicht zu färben. Aber ich wollte das grüne Glas jetzt auch nicht einfach dann nur liegen haben. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass da so ein bisschen Farbklecks noch in den Fenstern drin ist. Und ja. So. Wenn hier das Dach nämlich zugezogen ist, dann... Ja. Dann können wir hier drin den Ofen aufstellen. Und alles, was wir... Das war falsch. Habe ich hier... Habe ich hier Silk Touch drin? Habe ich... Dann können wir nämlich das Gewächshaus unten in aller Ruhe bestücken, schmücken, ausfüllen und so, ohne dass wir da erfrieren. Auch wenn ich im Moment gar nicht friere. Ich weiß nicht, ob ich dem Braten trauen kann. Solltet ihr im Hintergrund hören? Yoshi hat beschlossen, genau jetzt zur Aufnahme zu fressen. Ich habe sicher jetzt schon 2 Stunden an ihn rumgenörgelt, er möge doch bitte sein Frühstück essen. Wie kleine Kinder, ich sag's euch, wie kleine Kinder. Und jetzt, wo ich aufnehme, denkt er sich so, oh, dann haben die anderen auch was davon, wenn sie mir zuhören können. Hunde ASMR, keine Ahnung. So. Ja. Ich denke, dass ich die Stege auch tatsächlich... Ich habe die Stege angebracht... Da dachte ich noch, das ist niedrig genug, aber jetzt, wo ich das so sehe, möchte ich sie, glaube ich, lieber abschließend haben mit dem Oberbau so. Weiß ich nicht. Dann kann ich was runterhängen lassen. Es gibt Hängepflanzen, Hängepflanztöpfe, wie auch immer man das nennen will. Und es gibt andere Dinge, die man tun kann. Die werde ich euch zeigen. Der Schnee wird hier auf den Glasblöcken liegen bleiben. Ne? Dann wird bald alles Milchglas sein. Sozusagen. Okay, ich brauche jetzt hier erstmal Kobbel. Den holen wir eben. Da fange ich auch schon das Frieren an. Ich erinnere mich genau, wie ich hier erfroren bin. Deswegen, ja... Und da fängt es zu schneien an. Ich weiß nicht, ob es kälter ist, wenn es schneit. Ich weiß, dass es kälter ist, wenn Nacht ist. Was ich sehr cool finde, dass das quasi da mit reinspielt. Dass Nacht einen Unterschied macht. Und einen Ofen sollte ich noch im Inventar haben. Jawohl. Nichtaufnahme. Terry hat auch den Essenzkeller mal wieder geerntet. Das war ja Zeit. Warum bin ich jetzt hierher gelangt? Ah ja, Kobbel. Das war so ein... warum bin ich denn jetzt überhaupt hier? Da habe ich noch genug. Da habe ich... So. Ich denke, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Und theoretisch sollte 20 Blöcke weit geht der Ofen. Es sind 20 Blöcke Radius. Ja, es muss... Radius oder...
Durchmesser. Das wäre ja noch, das wäre noch wichtig zu wissen. Ich glaube, es war 20 Blöcke Radius. Und dann sollte das Gewächshaus theoretisch gut geheizt sein, wenn ich den in der Mitte aufstelle. Oder? Hm. Na, wir werden es gleich sehen. Wir werden es sicher gleich sehen. So. Ich muss das hier leider so machen, weil eine Treppe in die und in die Richtung hier nicht funktionieren wird, befürchte ich. Wir können das alles, wir können alles nochmal ändern. Wir können alles nochmal umändern. Dann hatte ich hier noch einen Block und so. Ich möchte es so machen, wie ich es am Rand gemacht habe. So und so. Und das machen wir hier auch. So und so. Dann waren das hier lauter ganze Blöcke. Na, das ist einfach. Das bekomme ich hin. So. Das machen wir hier auch. Und schon bleibt der Schnee auf dem Glas liegen. Ah, das war... War das... Ja, es lebe der... das Hufeisen. Es lebe das Hufeisen. Dann war das hier so. Und dann war der hier eh richtig. Und dann kommt das hier hin. Und das so. Und hier... Ja, so falsch ist es ja gar nicht, wie ich es gemacht habe. So. Dann kommt innen noch ganz viel Glas rein. Hier kam auch noch mal ein Block hin. Ich glaube, ich brauche gar keine Treppen, ne? Hier, na? Hier hin. Und hier so ums Eck. Und hier auch so ums Eck. So. So, oder? Ist das richtig? Ich glaube, das ist richtig. Und hier dann so. Da könnte ich es eigentlich gleich bis ganz drüben rüberziehen. Dann habe ich das schon mal. Dann habe ich hier schon mal ein Dach drauf. Oh, mir wird schon wieder kalt. Oh, wird mir kalt. Ich muss gleich mal mein Waterskin rausholen. Meine Wärmflasche. Und meine Fingerlein aufwärmen. Was soll denn das? Warum bin ich denn da runtergefahren? Hallo? Ach ja, das kann ich wegmachen. Ich hatte das nur, damit ich aufs Dach komme. Jetzt komme ich natürlich hier nicht mehr aufs Dach. Ja, ich brauche unbedingt etwas Wärme. Ich überlege, ob ich den Ofen gleich schon mal reinstelle. Dann kann er schon mal ein bisschen anfangen zu arbeiten. Weil ich mich schon am Erfrieren sehe. So. Und ich denke, wenn ein Dach drauf ist, dann sollte der bereits zum Wärmen anfangen. Ich meine, theoretisch sollte er sogar schon brennen, wenn... Versteht ihr? Der sollte ja eigentlich schon brennen. Sag mal, was passiert jetzt da? Geht's hoch oder runter? Es geht runter. Oh, okay. Ich schwitze schon wieder. Nein, ich schwitze nicht unbedingt, aber ich tropfe schon wieder. So, habe ich das richtig gemacht? Da ist jetzt ein Loch drin, ne? Die haben wir eine Mitte? Wir haben, glaube ich, wir haben eine Mitte. Die wäre hier, würde ich sagen. Und dann packen wir da ganz schnell... Achso. Ich würde gerne rein... Kann ich da reinschauen? Danke. Dann packe ich den weg. Und dann... Dann habe ich kein Glas mehr dabei. Ne? Mm. Aber ein bisschen Kobbel können wir noch loswerden. Ein bisschen Kobbel kann ich noch verarbeiten. So, da haben wir alles. Hier brauche ich noch. Ja, also die Treppen habe ich umsonst mitgenommen. Ich weiß gerade... Ich weiß gerade gar nicht, was ich mit dem machen wollte, aber gut. So, so und. Ach nee, hier. Ja. Ich. Ja, na, verstehe ich. Macht nichts. Kriegen wir alles hin. So. Klonk, klonk. Hier, oder? Ja. Das
Es ist auch bei uns so kalt. Es ist so kalt. Ich meine, wir haben. Also bei mir, bei der Aufnahme, Terry, ist noch November. Noch. Wenn ihr das anschaut, ist aber schon Dezember. So, ich glaube, jetzt habe ich alles. Entschuldigung. Und jetzt wüsste ich gern, jetzt springe ich hier mal rein, ob das schon was tut. Oh ja. Oh ja, das funktioniert bereits. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Will ich hier nachts weitermachen? Nee. Wir gehen schlafen. Dann hört es auch mit dem Schneien auf. Nicht, dass ich finde das Schneien total schön, aber es ist halt auch sehr kalt. Ich hole noch mehr Glas und dann können wir eigentlich auch ein paar Felder schon anlegen. Ich habe mir ein paar Dinge überlegt. Ich habe mir gedacht, damit das da drin schneller wächst, wäre es ja auch nicht ganz verkehrt, da ein paar Bienen reinzupacken. Und da habe ich mir überlegt, ich habe doch da mein Bienenhaus hinterm Haus. Kann ich euch gleich zeigen. Dass ich die Bienen daraus in mein Gewächshaus verfrachte. Und in das Bienenhaus, ich möchte das nicht abreißen. Ich finde, das sieht auch richtig hübsch aus. Deshalb würde ich das da gerne so lassen. Dass ich da ein Schmetterlingshaus draus mache. Jetzt könnte man sagen, ja, mein Schmetterlingshaus kannst du ja auch hin so machen. Ja, schon, ja. Ich kann es aber auch hierhin machen. Und ich habe tatsächlich schon ein paar Schmetterlinge gesammelt. Ja, juhu. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal das Gewächshaus so weit fertig, dass wirklich alles zu ist, dass es da drin schön mollig warm ist. Und dann kümmern wir uns um die Bienen, dann ziehen wir die Bienen um, dann haben wir da auch schon Felder drin, dann können wir da auch noch ein bisschen rumschmücken. Und dann muss ich mir vielleicht noch überlegen, was ich da überhaupt drin anpflanzen will. Dann habe ich ein Gewächshaus und so. Ja. Und weiter. So, da wären wir wieder. Das war hier und hier und dann hier ums Eck rum. Und so, so, so. So. Jetzt ist hier zu. Hier war zu. Irgendwo hier hatte ich doch noch mal ein Loch. So, das machen wir besser auch gleich mal zu. Ich sehe mich da nämlich schon reinfallen. Ich glaube, dass ich bei dem hier, bei dem Ofen tatsächlich die Partikel ausmachen werde. Das finde ich jetzt nicht so schön, dass ich hier im Gewächshaus diese komischen Wärmepartikel habe. Im Haus ist es ganz gut. Da möchte ich das haben, hier möchte ich es nicht haben. Das Glas klingt hier schon merkwürdig, oder? Klingt eher wie Holz und nicht wie Glas. Nun ja, ich denke, es ist jetzt überall zu. Ob ich das von hier unten sehe? So, dann kann ich hier die Partikel ausmachen, dann sollten sie weg sein. Genau, und dann raucht er ja immer noch. Dann sehe ich ja immer noch, dass er an ist. Ja, passt. Und dann versetzen wir das hier eins weiter nach oben. Die stecken sich tatsächlich, das ist urkomisch, finde ich. Also ich weiß, das Decken konnte man schon immer machen, aber die haben sich nie auf natürliche Weise gesteckt, sondern nur, wenn man das selber dann irgendwie gemacht hat. Also ich würde die dann hier hin machen. Na, ja. So, hier, da. Und so. Und hier muss ich auch noch zumachen. Da bräuchte ich noch genau vier grüne Glas. Nur damit zu ist, machen wir das so. Ich muss die halt dann noch auswechseln irgendwann. Ach, ich habe mein. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Spruce Wood dabei, aber das habe ich natürlich jetzt in die Drawer reingeklatscht. So intelligent, wie ich bin. Muss gestehen, fliegenderweise wäre das alles hier ein bisschen einfacher, aber gut. Na.
Wir können mal schauen, ob es Wintergemüse gibt. Also es wird ja angezeigt, in welcher Jahreszeit das wächst. Und natürlich für Wintergemüse bräuchte ich hier kein Gewächshaus, aber trotzdem. Trotzdem. Ach ja, was ich hier noch machen wollte, und ich weiß nicht, ob ich genug Platz dafür habe. Ich wollte die Baumfrüchte hier anpflanzen. Ich glaube, dass mein Gewächshaus dafür tatsächlich zu klein ist. Jetzt machen wir erstmal hier den Schnee weg. Kann ich den jagen? Okay. Es könnte ein bisschen dauern, aber ich kriege alles weg. Eigentlich sollte, wenn es hier drin warm ist, sollte der eigentlich schmelzen. Tut er nicht, aber er sollte. Wisst ihr was? Das machen wir anders. So. Dann würde ich den Schnee nämlich mit ins Haus tragen und in meinen Kühlschrank packen. Dann können wir daraus später Smoothies machen. Schmoothies und Eis können wir daraus machen. Nam, nam, nam. Blub, 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 blub. Ich mag die Sounds. Ich glaube, ich bekomme da ziemlich viel Schnee zusammen. Ah, ist auch gleich voll. Also Schnee, wenn ich bräuchte, Winter, ganz toll, bräuchte ich nur schauen, dass es schneit und dann kann ich mich rausstellen und die ganze Zeit den Schnee ansammeln. Ich finde es lustig, dass ich keine Türen brauche, damit es hier drin warm bleibt. Ich hätte schwören können, dass Türen da sein müssen. Aber gut, ganz offensichtlich nicht. Nicht mal am Ofen selber ist es warm und der Schnee schmilzt. Dann ist es ist falsch. Es ist falsch, dass der Schnee hier nicht schmilzt. Allerdings wüsste ich auch nicht, welche Mod dann dafür verantwortlich wäre. Wahrscheinlich das Snowy Spirit. Ja. Ja, ich. Ja. Ja. Sollen wir ein paar Schneegolems ins Städtchen packen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Dann brauche ich ja Schneeblöcke. Ja. Jetzt haben wir es gleich. Jetzt gleich haben wir es geschafft. Halte noch ein bisschen durch. So, jetzt machen wir mal. Besser. Oh, da kriegen wir. Wie viele Schneeblöcke braucht man? Zwei? Kriegen wir 12 Schneegolems raus. Ich glaube, so viel müssen es gar nicht sein. Tatsächlich, die 7, die keinen Stack geben, die packen wir jetzt weg. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann. Jetzt lasst mich mal überlegen. Ich würde hier. Ich zeichne das mal eben an. Hier und hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Hier würde ich die drei Bienenstöcke hinpacken. Ja. Und dann würde ich hier Felder hinmachen. Ja. Das Schöne ist, meine Hacke geht vom Anzeichnen nicht kaputt, auch wenn das, was angezeichnet ist, gleich wieder weg sein wird, weil ja kein Wasser da ist. Hier würde ich das Wasser hinmachen. Das 1, 2, 3, 4, 5 reicht natürlich nicht ganz. Dann machen wir das Wasser vielleicht lieber hier hin. Oha.
Dann reicht's für die Mitte nicht. Aber ich kann hier was und hier was. Nein, hier mache ich Weg. Genau. Genau so machen wir das. So. Und hier, wenn ich hier was hinpacken will, dann sollte ich. Ja. Ach, Leute. Ich kann so nicht arbeiten. Ich muss mal eben den Schnee wegbringen. Das ist ein bisschen viel im Inventar. Ich bin am Hin- und Herüberlegen. Da, wo jetzt die Felder sind, wo ich die angezeichnet habe, da müssen die Bienen ja drüber fliegen, weil ich auf der anderen Seite vom Gewächshaus dann Blumen hinmache, dass sie zu den Blumen fliegen. Da würde ich aber tatsächlich nicht einfach nur Blumen auf dem Boden machen. Ich würde da einen Pflanztisch hinmachen und ein paar Blumentöpfe, große, kleine, vielleicht hängend auch noch ein paar. Und dann fliegen die auf jeden Fall immer hin und her. Das wäre. Ach ja, was. Ich habe hier mal repariert und mir Mending-Bücher geholt. Verzaubern möchte ich mit euch. Sollte ich dann vielleicht mal machen. Silk Touch, ja. Dann würde ich eben die Bienen holen. Hallo Bienchen, geht mal in euren Stock hinein. Ich muss euch mitnehmen. Oder ich möchte euch mitnehmen. Geht da mal. Nein, nicht rauskommen. Reingehen. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Das ist mir jetzt zu blöd. Wir machen das jetzt so. Mit Silk Touch sollten sie mir ja nichts tun. So. Schlurp, schlurp und schlurp sie. Dann kann ich hier auch Glas hin machen. Licht habe ich noch nicht hinten. Ja, das nehme ich auch mit. Licht. Ja, Licht muss ich. Die Partikel, die Honigpartikel. Bitte, bitte verschwinden. Hier kann ich dann Glas machen und dann kommen hier Schmetterlinge rein. Ja. Licht brauche ich. Ich brauche Licht, damit meine Bienen keine Angst im Dunkeln haben. Arr! Wenn du nicht lieb bist, dann kommst du ins Gewächshaus. Vielleicht lasse ich ihn. Ich glaube, ich packe ihn eh ins Gewächshaus. Ja, ich glaube, ich packe ihn ins Gewächshaus. Wie viele Lichter machen wir mal rein? Machen wir mal an jeden Balken. Drei. Das wären 12. Und schon waren die Fackeln weg. So. Sollen wir schlafen? Ich glaube, wir schlafen mal kurz. Es ist schon wieder Nacht. Das geht so schnell. Gefühlt besteht Minecraft aus 2 Minuten Tag und 10 Minuten Nacht. Oder schlimmer. Mein Eisdrache könnte da drin doch auch. Jetzt will ich alle meine Viecher da ins Gewächshaus packen. Nein, mein Eisdrache bleibt bei mir zu Hause. Aber irgendwas hatte ich mir noch gedacht. Eichhörnchen könnte ich in mein Gewächshaus reinmachen. Ich meine, es ist so, das ist, als würde ich da Karotten ansäen und dann Hasen reinpacken. Das ist so. Ist das wirklich eine gute Idee? Ich meine, ja, sie sind niedlich und ja, sie sind da gut aufgehoben. Ist das wirklich eine gute Idee? Das habe ich hätte ich kommen sehen können. So, dann packe ich das mal hin. Hier in der Mitte wollte ich Weg haben. Platz, Platz, Platz. So. Und dann brauche ich. Moment, ich muss das anders machen. Ich muss das anders machen. Ich brauche mal eben hiervon was. Ja, passt auf, passt auf. Die Sache ist nämlich die, dass ich hier die Klappen dran machen will. Und die sollen ja nach unten zeigen und nicht nach oben. Und deshalb muss ich das so machen. Weil das sonst nie so geht, wie ich das haben will. Dann muss ich mir nochmal 4 Klappen holen. Und hier kommen jetzt die Lagerfeuer rein, damit die Bienchen schön chillig sind. Und dann muss ich.
Pass auf, ich muss hier komplett zumachen, weil wenn ich jetzt die Bienen hier rauslasse, die sind ja sofort weg. Die kennen da ja kein Halten. Die wittern, dass da was offen ist und dann sind sie. Tschüss. Ich weiß auch noch nicht, ob. Ich wollte eigentlich das Wasser da drin dann offen lassen, aber. Bienen sind selten dämlich. Die gehen kaputt, wenn sie im Wasser fliegen. Auch wenn sie nur in einen halben Block reinfliegen. Und das tun sie auch ohne Rücksicht. Also werde ich das Wasser vielleicht doch zumachen müssen, oder? Gibt es eine Alternative? Ich möchte nämlich eigentlich nicht. 1, 2, 3, 4. Ich möchte eigentlich nicht, dass da dann einfach nur Half-Slabs irgendwie Cobble-Half-Slabs sind. Ich hätte da gerne was Blaues gehabt, was für Wasser steht. Wisst ihr, was ich mache? Ich packe da Prismarin drauf. Ich sollte ein paar Prismarinscherben da haben oder machen können. So rum. So. Jetzt nehmen wir da mal, wir nehmen mal 9 raus und schauen, was wir damit tun können. Ach so, ja, wie geht der? Nee. Nee, so will ich das nicht. Dann brauche ich wahrscheinlich die. Das sind die Prismarin. Wie macht man normalen Prismarin da? Ah ja. Okay. Ja, so war es gar nicht, ne? So? Okay. 3. Ach so. Okay, also so. Und dann kriege ich da ganz viele raus. Und dann mache ich das so. Und dann kriege ich da ganz viele raus. Und dann mache ich das so. Und dann. Yeah! Okay. Sehr schön. Hätte nicht gedacht, dass ich mein erstes Prismarin dafür verwenden würde, aber dafür habe ich die Essenzpflanzen. Genau dafür. So, was pflanzen wir an? Ich hätte heute, das heutige Rezept hat etwas mit Spinat zu tun. Ich denke, ich pflanze Spinat an. Ich habe nämlich, glaube ich, nur einen einzigen Spinat. Ich wollte hier. Ich wollte grünes Glas mitnehmen. Ja. Ich wollte was. Den habe ich jetzt oben rein. Wasser brauche ich noch. Ich brauche noch Wasser. Da muss ich eben hier runterlaufen. Was ich mir auch schon überlegt habe, ich meine, das wird alles nicht mehr dieses Jahr stattfinden, aber das Solarapokalypse, da freue ich mich schon drauf, das mit euch zu machen. Und ich glaube, ich werde euch wirklich einladen, das mit mir zusammenzuspielen. Solltet ihr wirklich mit mir spielen wollen, dann können wir da auch nochmal drüber reden. Aber ich würde euch dann die Mods nennen und die könnt ihr dann mit installieren und dann miterleben, was passiert. Das wird sicher ganz voll lustig. So. Und dann packe ich den hier und den packe ich an und dann patz, patz, patz. Und dann können die fliegen. Nicht die fliegen, die. Ach, das bleibt kein Weg, weil da. Egal. Ich werde durch. Nein, ich lasse mich davon. Nö. Dann ist das so. Dann ist das jetzt Schicksal. Ja. Packen wir das hier. Upsi. Wieder weg. Dann kommt da noch das Lagerfeuer rein. Und dann habe ich die Tür nicht mitgenommen. Oh, Hirn, 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 Hirn. Ja, dann laufen wir halt nochmal. Das Hirnwürstel ist wieder ganz groß heute, aber ganz großes Kino mit dem Hirnwürstel. Und eine Treppe wäre hier nicht verkehrt. Solange ich nicht fliegen kann, muss ich hier immer hochköppeln. Okay, ich brauche 4 grünes Glas. 4 grünes Glas. 4 Holz. Und eigentlich auch 4 Türen. Warum 4 Türen? Ja, weil ich dann natürlich wieder eine Sicherheitstür hinmachen muss, weil wegen Dinge.
Ich möchte nicht, dass Dinge geschehen. Oh, seht ihr das? Das heizt hier mit. Den Kellerabgang heizt es hier mit. Yeah. Irgendwie kann es hier gar nicht mehr kalt werden. So, haben wir da noch drei? Das ist genauso viel, wie ich nicht brauche. Und weiter mal. Ja, ja, wir entrinden das natürlich noch. Türen. Türen. Nee. Ach, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was ich gerade mache. Dann brauche ich unten. Lasst mich überlegen. Ich glaube, ich möchte unten diesen hier haben. Nein, zwei. Danke. Und dann, was brauche ich noch? Licht habe ich dabei. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Das Glas kann ich... Oh, ich lasse das Glas hier. Wir werden sehen. Ich denke, ich habe noch ein bisschen grünes Glas. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen grünes Glas hier oben. Sehr schön. Und ich nehme auch genau nur die vier mit, damit, wenn es nicht reicht, dass ich auch wirklich nochmal zurücklaufen muss. Weil sonst wäre das alles viel zu einfach. Wie brav sie inzwischen hier am Marktplatz rumlaufen. Ich hatte ja überlegt, also die haben ja so komische graue Partikel gehabt und ich dachte, das liegt daran, dass die frieren. Aber das war Schwäche durch meine Drachendame. Die Drachendame verursacht bei mir Stärke und bei allen anderen Schwäche. Finde ich sehr, sehr lustig. Und das waren die grauen Partikel. So. So. Finde den Fehler. Finde den Fehler. Ja. Das wäre auch sonst zu einfach. Mache ich die jetzt draußen hin? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, so will ich die auf jeden Fall haben. So. Und hier hätte jetzt eigentlich das Holz hingesollt. Ich. Und da fehlt ja auch noch ein Glas. Nein, ganzes mit den ganzen Jungen. Versteht ihr? Nias, 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 nias. Hallo! 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 Wollt man reinlassen? Ich fand das lustig. Quiek. So, ich, schaut nicht hin, bitte schaut nicht hin. Das ist jetzt nur vorübergehend, damit die Bienen nicht rausfliegen können, okay? Ich weiß, das ist nicht schön. Ich werde das auch nicht so lassen, aber... Mein Gott, das darf man keinem zeigen. So. Ich denke, dass überall sonst zu ist. Ansonsten werde ich das sehr bald merken, wenn die Bienen weg sind. Dann packen wir hier die Bienenstöcke mal drauf. Und ich glaube... Moment. Ja. Man sieht an der Seite ein bisschen besser... Na, egal. Ja. Ah! Und dann lassen wir hier die auch noch aus ihren Eiern raus. Batz, batz, batz. Und da fliegen sie auch gleich in die Bienenstöcke rein. Sehr brav. Flup, flup. So, und jetzt hatte ich mir das so gedacht, dass ich hier drüben, das kann ich, ich mache es jetzt mal nur vorübergangsweise, ja, dass ich hier hinten dann Blumen mache und ich mache das ganze Abteil hier quasi zum Blumenabteil. Dann würde ich hier außenrum einen Weg machen. Will ich den zwei breit haben und dann hier drin
Dann müsste ich den Ofen versetzen, ob das sinnvoll ist. Ist der überhaupt? Der ist doch nicht mittig, oder? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8, hier ist die Mitte. Ja, der müsste eins. Wenn ich den jetzt abbaue. Die Sache ist, wenn ich den jetzt abbaue. Dann ist das, was er schon eingeheizt hat, das geht dadurch verloren. Das will ich nicht. Jetzt machen wir das so. Und ich merke mir einfach, dass da, wo der Weg ist, der Ofen dann zum Schluss hin muss. Ich glaube, ich mache es doch zwei breit hier, den Umlauf. Und mache in der Mitte dann Felder. Und dann seht ihr ja schon, dass das nicht mehr viel ist, was ich Felder machen kann. Ich meine, ich habe hier ein paar Felder. Ich habe dann hier ein paar Felder. Ich kann hier noch ein Feld hin machen. Hier kommen dann lauter Blaumen hin. Blömen. Und hier oben würde ich dann die Obstbaum, wie nennt man das, die Fruchtstände aufhängen. Ja, also gut. Dann schauen wir mal. Ich meine, nee, da sollen auf jeden Fall nur Blumen hin. Ich... Ich bin noch unentschlossen, wie ihr seht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da könnte ich genau in der Mitte sowas machen und das würde dann funktionieren. Jetzt ist die Frage, ob ich das so will. Dass ich hier direkt reinkomme und dann hier schon Felder habe. Oder ob ich hier vielleicht... Wir machen hier einen Weg hin, weil wir es können. Und hier kommt Zaun hin, weil wir es können. Dann ist, sind die Felder zwar nur drei breit, aber das ist ja nicht schlimm. Dann brauche ich hier aber nochmal Vaseer. Und apropos Vaseer, da hätte ich vielleicht noch nicht zumachen sollen. Ah, ich habe zugemacht, damit die Bienen nicht reinfliegen, weil... dumme Viecher. Ich fürchte, die dummen Viecher werden jetzt mit dem Wasser hier leben müssen und einfach mal sich darin üben müssen, nicht hineinzufliegen. Das sind genau die zwei, die hier drin sind, ne? Naja. Ich glaube, ich mache da keinen Zaun hin, sondern... eine Palisade, glaube ich, gefällt mir eher. Und hier kann ich dann Sideboards hinmachen und ein paar Sachen draufstellen. Ja, ja, ich visioniere. Ihr merkt es schon, ich visioniere. Das ist doch immer noch nicht in der Mitte, oder? Der steht in der Mitte. Bin ich blöd? Also das ist definitiv hier die Mitte. Und hier ist die Mitte... Wie habe ich denn vorhin 15 gezählt? Naja. 7, das ist hier. Der steht in der Mitte. Okay. Ich nix diese Baustelle. Nicht, wie ist denn was los? Licht wollte ich aufhängen. Ja, wenn ich das so mache, dann wird das an den Ecken natürlich brutal hell. Aber ich denke mal, dass es hier eventuell zu dunkel ist. Ich würde dann hier in der Mitte auch noch jeweils eine Lampe hinhängen. Ich muss mal meine Brille abnehmen, damit ich mehr sehe. Ich muss die Brille abnehmen, damit ich mehr sehe. So. Dann schauen wir mal, wie dunkel es dann hier wirklich ist. Ich meine, solange ich hier bin, spawnen keine Viecher, weil ich die Chunks hier drin sichere. Jetzt komm, wer dunkel? Was ist das eigentlich? Insulation. Okay, das ist tatsächlich, würde ich sagen, hier funktioniert das. Wenn hier dann erstmal das Laub hängt, vielleicht ist es dann zu dunkel. Da muss ich mir dann was überlegen. Das hier, ist durch das Lagerfeuer, ist das hier auf jeden Fall richtig so. Ich könnte
Vielleicht hier zwei Fackeln. Wisst ihr was? Ich glaube, dass hier an der Tür die Fackeln gar nicht schlecht aussehen. Ich werde die Fackeln, ich werde da, ihr kennt ja den Trick, ich zeige ihn euch gleich. Hier ist es vielleicht ein bisschen zu dunkel, aber wenn ich hier eine Arbeitsbank oder einen Tisch, einen Blumentisch hinpacke, dann kann ich da ja auch nochmal Licht hinmachen. Das funktioniert. Hier in der Mitte ist es mir tatsächlich noch etwas zu dunkel. Okay, so. Also wir haben hier Felder, das ist nicht viel. Hier haben wir Felder, das ist nicht viel. Ich kann hier unten theoretisch Felder hinmachen, aber wenn da oben die Baumfrüchte hängen, finde ich dann unten nochmal Feld einfach ein bisschen zu viel. Wir lassen uns die Option mal offen. Und hier kommen ja dann Tische hin. Die kann ich dann auch holen. So. Sollen wir noch ein paar? Komm, wir machen noch ein paar Blumen hin. Nee, die genau auf die geht es da nicht. Und dann würde ich hier ein paar Sachen runterhängen lassen. Das sieht auch richtig niedlich aus. Das kann ich euch zeigen. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Das sieht wirklich niedlich aus. Jetzt setzen wir die Brille mal wieder auf und holen Dekosachen. Ich wollte gerade sagen, huch, ist auf einmal hell geworden. Aber ha, ich habe meine Brille an. Warum ist es wohl auf einmal so hell? Komisch, Dinge passieren. Merkwürdig. Was die Solarapokalypse angeht, da könnte ich eigentlich auch ein Modpack machen und das bei CurseForge hochladen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich denke nämlich, dass ich da dann auch ein paar Config-Dateien mit reinpacken kann, damit ihr dieselben Einstellungen habt. Das wäre ja mal was. Da muss ich wirklich gut drüber nachdenken. Das wäre vielleicht wirklich was, was ihr vielleicht auch haben wolltet. Wenn ihr das haben wollt, schreibt es doch in die Kommentare. Was wollte ich mitnehmen? Wir nehmen hier keine Schwarzeichendinger. Wir nehmen hier Spruce und dann nehmen wir Spruce Slabs. Einfach mal ein paar mit. Oh. Ja. So. Und dann würde ich wenigstens eins drin lassen. Dann kann ich auf jeden Fall noch Kisten mitnehmen. Was nehmen wir noch mit? Eine Werkbank ist auf jeden Fall sinnvoll. Dann brauchen wir hier sowas. Und dann wollte ich natürlich Blumentöpfe mitnehmen. Habe ich denn? Ich hab ein bisschen was habe ich. So, ja, genau. So macht man Blumentöpfe. Ja, merkt euch das. Ich brauche ein paar mehr von diesen Tischchen, weil ich da dann ja einen großen Tisch für die Blumensachen mache. Es wird jetzt ein Gerenne hin und her und hin und her und hin und her. Ihr merkt, hin und her und hin und her. Ich brauche noch Glas. Ich brauche noch 5 Glas und die nehme ich jetzt mit. Denn wenn ich es jetzt nicht mache, dann ist das neue Jahr. 5. Und das ist immer noch nicht gemacht. Und dann haben wir da immer noch den Prismarin drin und die Erde und das ganze Klumpatschzeug und so. Nein. Nein. Ha. Schnee, das ist so schön. Oh, ich finde das so schön mit den Jahreszeiten und hier mit dem Schnee und wie die Dächer aussehen. Oh, es ist einfach so schön. Oh. Hui. Ich lasse hier mal offen. Dann hatte ich mir halt gedacht, hier so. Na? Dann könnten wir hier sogar schon eine Kiste hinpacken. Dann mache ich hier ganz schnell das Glas rein. Damit das ordentlich aussieht. Und ah, sehr schön. Und jetzt machen wir die Blumen, die wir gerade eben hingemacht haben, machen wir wieder weg. Weil dann der Blumentisch hinkommt. Oder zwei, machen wir zwei. Ich glaube, so ein ganz langer Tisch schaut vielleicht blöd aus. Wir machen vielleicht lieber zwei. Sagt ja. Sagt ja und schaut schön aus.
Ja, jetzt wartet mal, jetzt wartet mal. So. Oder Moment, auf der anderen Seite mache ich es gerade andersrum. Ja, ich würde sagen, der hat gewonnen. Aber vielleicht nicht ganz so an den Rand. Vielleicht jeden Tisch noch eins weiter rein. Dann kann ich hier am Rand nämlich große Blumentöpfe hinstellen. Ja. Aber bevor ich es vergesse, die Zeit ist ja schon wieder um für heute, werden wir jetzt erstmal darüber reden, was ich mir für euch überlegt habe als Rezept. Und zwar eine Spinatlasagne. Die habe ich vor nicht allzu langer Zeit selber ausgedacht und ich meine nicht, dass man da so viel ausdenken müsste und probiert und boah, die war so lecker. Und ich habe die in so einer Kuchenform, in so einer rechteckigen Kuchenform gemacht, weil es sich einfach angeboten hat. Ihr braucht dafür Spinat und ich habe von Iglo, ja, ich mache da keine Werbung, sondern ich mag einfach den Blubram-Spinat von Iglo sehr gerne. Ich habe da eine Packung genommen. Ganz normale Lasagneplatten, ungekocht natürlich. Ich habe Gouda genommen, und zwar den in Scheiben. Jetzt werde ich sagen, ja, aber kein geriebenen. Nein, jetzt pass auf, in Scheiben, weil es hat dann alles gleich die richtige Form für die Kasten, für den Kasten. Und Tomatensoße. Und bei der Tomatensoße, wir hatten das noch hier, das war übrig, einfach im Glas Tomatensoße, fertige Tomatensoße eigentlich für Pasta. Ihr könnt euch natürlich eure eigene Lieblingstomatensoße machen. Und dann fangt ihr an. Ich habe in weißer Voraussicht, weil ich einfach, ich vertraue dieser Kuchenform nicht, auch wenn sie bisher immer brav war. Ich habe das mit Backpapier ausgelegt. Das müsste man gar nicht, außer eure Form ist schon so kaputt, dass alles anbackt. Unsere ist noch fast wie neu, fast glatt. Mit Backpapier auslegen. Dann fangt ihr mit einer ganz dünnen Schicht Tomatensoße an. Dann kommen da die Nudeln drauf und dann geht's richtig los. Spinat, den solltet ihr vielleicht vorher ein bisschen auftauen, damit er sich anpasst. Spinat, Käse, Nudeln. Tomaten, Käse, Nudeln. Spinat, Käse, Nudeln. Ihr habt das System sicher schon raus. Und das habe ich bis ganz oben hin gefüllt und dann für eine Dreiviertelstunde bei 175 Grad gebacken. Was ihr machen könnt, wenn ihr das mit Backpapier auslegt, da bleibt euch am Rand ganz bestimmt Backpapier übrig. Wenn ihr das erstmal drüber faltet über den Käse, dann sagt ihr sich, aber Harry, der Käse soll doch braun und knusprig werden. Ja, passt auf. Eine Dreiviertelstunde ist ein bisschen viel. Und ihr backt den dann, ihr backt die Lasagne dann quasi zugedeckt. Ihr könnt das auch mit Alufolie zudecken. Für eine halbe Stunde. Und dann macht ihr das oben den Deckel weg, damit der Käse offen liegt. Und dann knallt ihr da nochmal für 10, 15 Minuten mit 200 Grad drauf. Dann kriegt ihr oben eine schöne Kruste, ohne dass sie euch verbrennt. Und ich meine, ich bin ein Spinatfan. Ich habe als Kind nie irgendwelche Gemüsesachen gegessen, aber Spinat habe ich schon immer gegessen. Irgendwas ist bei mir halt nicht richtig gelaufen in meiner Entwicklung. So, das Kind ist gar nichts. Gar nichts ist, das arme Kind hat als kleines Kind, nicht als Baby, aber als kleines Kind, hat das Pizza nur gegessen, wenn alles runtergeschabt war, sogar die Tomatensauce. Und dann hat das Kind, die kleine Terry, nur den Teig von der Pizza gegessen. Keine Tomatensauce, kein Käse, keine Wurst, kein nichts. Nur der Teig. Wie ich es überhaupt geschafft habe, so alt zu werden, das ist mir heute noch ein Rätsel. Heute weiß ich aber, dass diese Dinge durchaus lecker sein können. Und da fällt mir auf, da kann ich noch was hinmachen. Und ich esse ein bisschen mehr und hoffe, dass ich jetzt noch mal so alt werde. Ich hoffe, wie immer, ich hoffe, dass ihr das Rezept ausprobiert. Ich hoffe, dass ich daran denke, es in einen Kommentar zu packen. Und ich nichts vergesse. Ist schon passiert. 2 Meter ist schon alles wieder weg. Und was wir hier aus unserem Gewächshaus machen, seht ihr dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen ganz wunderschönen Tag. Bye bye.